Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt und genau das ist eingetroffen. Ich habe die Schnauze gestrichen voll, Oberkante, Unterlippe und will hier nur noch weg. Kleinen, bescheidenen, aber sauberen Reich. Hier lebe ich mit meinen zwei Prinzessinnen, Alena und Soraya. Hier sind wir in meinem Wohnzimmer. Hier verbringe ich viel Zeit mit meiner besten Freundin und den Kindern. Meine beste Freundin Lisa, ihr kleiner Sohn Thiago und meine kleine Tochter Soraya. Hier sind wir im Zimmer von meiner Tochter Alena. Hier ist mein Hund Leo. Der hält sich nachts hier auf, sonst, wenn ich ihn nachts draußen lasse, stellt er mir die ganze Bude auf den Kopf. Ansonsten darf er sich natürlich frei tagsüber draußen bewegen. Jetzt macht er mir schon wieder hier alles schmutzig. Das machst du nur, um mich zu ärgern. Hier sind wir in meinem Schlafzimmer, mein kleines Bett, da ich Single bin. Hier schläft noch meine kleine einjährige Tochter. Das war meine kleine bescheidene Wohnung. Hier fühle ich mich pudelwohl, vorausgesetzt ist natürlich sauber und ordentlich. Ach Gott, da ist ein Wauzi. Ja, hallo Wauzi. Na, Baby. Ich glaube, hat sich erledigt. Der Hund ist süß, der ist wirklich hübsch, aber der stinkt. Es stinkt, es stinkt. Der hat da richtig frisch reingeschissen oder reingepinkelt. Ach Gott, sind die zwei süß. Richtig schön eingerichtet. Ach, mein Schlafplatz. Naja, bei mir ist nichts Besseres. Darf ich auch auf der Couch schlafen bei mir. Nase zuhalten, es stinkt. Es stinkt, es stinkt. Man reißt bloß das Fenster auf. Echt schlimm, echt schlimm. Dosenfutter isst die Hunde täglich frisch kochen. Frisch kochen, täglich. Was soll ich hier kochen? Nein, gar nichts. Mein Eindruck von der Wohnung ist eigentlich recht gut. Sorry, wenn ich so rede, aber hier stinkt es bestialisch. Und ich muss in dem Wohnzimmer schlafen, der ganze Mief von hier zieht da rein. Ich krieg's Kotzen, ich krieg echt blanke Kotzen. Hallo. 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 Maria, hi. Lena. Hallo. 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 Oh. Krank. Lisa, hi. Hallo. Maria, hi. Soraya. Und du bist Soraya. Ich habe ein großes Problem. Und das wäre? Der Gestank im Flur vom Hund. Vom Hund? Ja. Das ist, weil er jetzt den ganzen Tag hier war. Der Hund wird jetzt noch abgeholt. Und dann tun wir morgen zusammen die Ecke da sauber machen. Okay. Sorin hat mir eine Botschaft gesagt, ich soll jeden Tag frisch kochen. Mhm. Sag schon mit was? Wird jeden Tag eingekauft. Jeden Tag? Mhm. Das ist ihr. Das kostet viel zu viel Geld? Wenn man jeden Tag einkaufen will. Natürlich. Wenn es das hat. Ich gehe schaffen und hab das Geld nicht, für jeden Tag einkaufen zu gehen. Sie will das so, sie macht das so, dann machen wir das halt auch so. Okay, gut, das ist okay. Was mich auch noch interessiert ist, in die Videobotschaft hat sie gesagt von wegen, sie wischt morgens und abends nass durch. Mhm. Das glaube ich eher weniger, bin ich ganz ehrlich. Warum? Weil da ist dreckig. Wo ist dreckig? Da vorne. Es ist jetzt nicht dreckig, aber es sind Flecke. Und wenn ich morgens und abends durchwisch, habe ich größere Flecke auf dem Boden. Ja gut, Moment, ich war ja noch in der Wohnung. Ich lege den Kleinen jetzt hin und dann mache ich die Kinder noch bettfertig. Dann kannst du dich entspannen, erstmal deine Sachen auspacken und alles, was dazu gehört. Gut. Ich werde die nächsten Tage so verbringen, dass ich der Lisa zeige, wie meiner Meinung nach es hier eventuell besser laufen könnte. Und sollte. Ich werde sie halt auf einige Sachen aufmerksam machen, die mir schon aufgefallen sind. Und dann hoffen, dass sie das so empfindet wie ich. Ja. So, Maria. Ja, bitte. Du weißt,
Saringa hat dir eine Aufgabe gegeben. Du musst putzen. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, Moment. Ja. Wir haben ja gestern gesagt, wir machen zusammen die Hundehütte sauber dahin. Die Hundehütte, ja. Ja, das will ich mit als allererstes machen. Dann machen wir die Hundehütte als allererstes, aber den Rest machst du alleine. Boah. Alter, ist das ekelhaft. Kommt da eine Siffe runter. Flippa. So, Zimmer fertig. Du darfst den Rest jetzt alleine machen. Und das auch. Das mache ich gleich weg. Lisa hat einfach nur mitgeputzt, damit ich ihr nicht mehr auf die Nerven gehe. Bei ihr ist definitiv gar nichts angekommen. Komm, lass uns wischen, lass uns wischen. Wischen ist gar nicht so schwer. Ist fertig? Mhm. Und zufrieden? Ja, ist okay, auf jeden Fall. Ich würde sagen, für heute langt's. Und räumst gerade noch den Eimer da weg und dann war's das, oder? Alles klar, machen wir. Gut. Lisa, komm sofort. In ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen hin. Hallo, bitte. Pass mal auf, ich hab da ein kleines, riesengroßes Problem. Und das wäre? Kühlschrank leer, ich hab Hunger. Die Alina kommt gleich von der Schule, die hat auch Hunger mit Sicherheit. Es ist nichts zum Fratzen da. Deswegen müssen wir einkaufen gehen. Wann? Entweder jetzt oder wenn die Alina von der Schule kommt. Jetzt mal ganz im Ernst. Findest du das normal, was hier gerade abgeht? Was genau? Vom Grundprinzip her gucke ich immer, dass mein Kühlschrank voll ist, wenn ich Kinder habe. So. Normalerweise geht Saringa jeden Tag einkaufen. Und nicht für eine ganze Woche. Wenn ich jeden Tag einkaufe gehe, nimm es nicht böse, ist mein Kühlschrank immer voll. Für mich wäre das nichts, wenn mein Kind erst so spät zu essen kriegt. Aber nun gut, dann machen wir es jetzt so. Das Geld hast? Nee. Da! Ah! Witz! Ja, eigentlich wollte ich ja mit dem Papa von Saringa anrufen, sagen, dass er das Geld bringt, damit wir einkaufen gehen können. Aha. Gut, dann bei dir geht's halt mit der saure Abel. Du versuchst, den Vater von der Saringa zu erreichen, ob er dir das Geld gibt, ob er Zeit hat. Und dann sehen wir weiter. Ja, hallo, Lisa hier. Ganz kurz, kannst du mir das Geld bringen, dass ich mit der Tauschmutter einkaufen gehen kann? Ach so, okay, gut, dann rufe ich den an. Jetzt muss ich den Ex-Freund von der Saringa anrufen, weil der Vater von der Saringa jetzt schaffe ist. Ich hab Hunger. Komm mal her, Spatzel. Weißt du was? Hm? Wir machen jetzt eins, weil mir jetzt langsam zu blöd zu warten. Ich gehe jetzt runter, hol was zum Essen. Was willst du? Ein Döner. Willst du einen Döner? Mhm. Okay? Mhm. Erlaubt dann. Ah, dann. Ja. Bis später. Tschüss. Dass sie Döner holen gegangen ist, fand ich jetzt auch scheiße. Da hätte sie mal noch eine Stunde gewartet, hätten wir auch einkaufen gehen können und auch was Frisches auf dem Tisch gehabt und kein Döner. Hi, hi. Hallo. Also, du weißt ja, heute ist Tag der Regeländerung. Mhm. Und ich habe mir da ein paar Sachen so überlegt. Und zwar, du darfst kochen und zwar so, dass wir pünktlich um eins essen können, wenn die Kleine von der Schule heimkommt. Okay. Ja? Okay. Und zwar kochst du das, was ich will. Ja, okay. Okay. Okay, gut. Das nächste wäre, damit die ganze Zeit nur in die Wohnung hocken, dass wir mit den Kindern rausgehen, sei es einen Ausflug machen oder auf den Spielplatz, dass sie sich austoben. Gut, Edli. Klar, gut. Klar, kein Problem. Alles klar, das war's. Ja, hopp. Gut. Und ich verpiesel mir. Ciao, ciao. Ciao. Ich bin ganz zufrieden mit den Regeländerungen von Maria. Find eigentlich soweit alles ganz okay. Die Alina kommt um eins von der Schule. Ja. Und ich habe ihr gesagt, ich möchte, dass heute pünktlich um eins gegessen wird. Das heißt Cola-Huhn. Was? Wie ekelhaft ist denn das?
sein. Hört sich ekelhaft an, schmeckt aber extrem lecker, weil man danach die Cola gar nicht mehr schmeckt. Ja? Alles klar. Gut, dann du hast jetzt genau eine Stunde Zeit. Hau rein. Viel Spaß, danke. Viel Glück und bis später. Ciao. Juhu! Hallo! Na? Na? Wie läuft's? Ganz gut. Eigentlich, würde ich behaupten. Bloß, was ich mir überlegt habe, ich habe für die Kinder jetzt Crepe gemacht, wegen ganzen Koffein in der Cola. Weißt, das ist nix. Na gut, man der Mensch. Also, ich finde mal gut, dass du zumindest mal in der Zeit geschafft hast, die eine Stunde, wo ich davor war. Mhm. Ja? Und ich hoffe, dass das in Zukunft auch weiter so bleibt. Kann ich dir leider nicht versprechen. Aber versuche es. Versuche, aber verspreche nicht. Sie hat pünktlich gekocht, aber Lisa hat es mit Sicherheit nicht verinnerlicht, weil sie ist ihrem Standpunkt treu geblieben. Also denke ich mir von daher, es wird danach so weitergehen, wie es vorher war. Aber jedem das Seine. So, dann guten Appetit einfach, ne? Ich muss sagen, Kompliment. Ich hätte nicht gedacht, dass du es so gut hinkriegst. Zumal, es schmeckt fast, aber auch nur fast wie bei mir daheim. Ich muss dir recht geben, es schmeckt wirklich gut eigentlich. Ne? Aber es hat so widerlich gerochen. Ich weiß. Also, das war. Ist normal. Ja, aber es schmeckt. Also, ich fand das Essen echt lecker. Die Aufgabe hat sie auf jeden Fall bestanden. Es ging mir nur darum, dass sie innerhalb dieser besagten Zeit das Essen fertig gekocht hat. Und das hat sie gemacht. Bei der Regeländerung hätte sie was Sinnvolleres machen können. Also es war Quatsch, was sie da für eine Regeländerung hatte. Aber gut, sie wollte es so und ich hab's gemacht. Emotional gestärkt geht es in den Endspurt bei Frauentausch. Da kommt Lisas Unpässlichkeit bei der letzten Regeländerung, Kinderbespaßung, gerade recht. Jetzt kann Maria zeigen, was sie kann. Hey, hey. Hallo. Was ist mit dir los? Ich hab Zahnschmerzen. Zahnweh? Ja. Bist du immer richtig doof? Ja, finde ich auch. Weil ich habe hier in der Regeländerung gesagt, ich würde gern mit den Kindern rausgehen. Ja. Ne? So, dir geht's nicht gut. Wetter ist bescheiden, ist Nacht dunkel. Machen wir jetzt? Wie wär's, wenn du ein bisschen alleine mit Alena spielst, wenn du nichts dagegen hast, damit ich meine Hunde schlafen kann? Kann man machen, ist kein Thema. Ja, super, danke. Alla, bis später. Bis später. Ciao. Ciao, ciao. Hallo. Alena? Was? Mach schon. Malen. Was denn? Ein Bild. Ja, was für eins? Ein Prinzessinnenbild. Echt? Und für wen? Was ist los? Du nervst. Warum nerv ich? Ja, weil du nervst. Und du bist langweilig. Warum bin ich langweilig? Ja, weil du langweilig bist. Mhm. Dann sag mir was, das ich machen kann, dass ich nicht mehr langweilig bin für dich. Du bist langweilig für mich. Dann krieg ich halt wieder. Okay, adios. Ich habe deren Kleinen nie was gemacht, im Gegenteil. Ich habe mich immer bemüht, mit ihr auszukommen und die ganze Zeit war alles okay. Und jetzt auf einmal reagiert sie so und das verstehe ich einfach nicht. Und das tut weh. Ich bin jetzt froh, damit ich ihr die Meinung gesagt habe. Und jetzt, damit sie sich so fühlt, wie ich mich die ganze Zeit gefühlt habe, wo sie mich genervt hat. Ich muss raus, bevor ich platz. Was hast denn du jetzt? Was ich hab? Ja, dass mich die Alena abweist. Ich hab dem Kind nichts gemacht. Ja, du weißt doch, wie Kinder sind. Mich hat noch kein Kind gesagt. Geh weg, du nervst. Ja, wenn sie das so sieht, das ist doch aber jetzt kein Grund abzuhauen. Nee, weil ein Kind mich so behandelt, wie ich noch nie ein Kind behandelt hat. Respektlos. Es funktioniert einfach nicht. Jetzt wirklich gehe? Ist dein Ernst jetzt oder was? Du tanzt keiner auf der Nase rum.
Wer tanzt denn hier? Das ist ein kleines Kind, Maria. Ist mir egal. Was ist denn dir da drauf? Egal, verstehst du das nicht? Es ist mir egal, du hast kein Kind zu sagen. Das ist bekloppt, was du machst. Nee, ich deswegen nicht. Abzubrechen. Für was machst du das Experiment dann überhaupt mit? Wenn du es eh abbrechen tust. Das frage ich mich auch. Ich kann das Verhalten überhaupt nicht verstehen. Ein kleines Kind als respektlos zu betiteln, ist sowieso unter aller Sau. Das geht absolut gar nicht. Ich bin auf 180 jetzt und ich muss mich jetzt wirklich gerade zusammenreißen. Ich bin wütend. Ich will einfach nur noch weg von ihr. Ich habe von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt und genau das ist eingetroffen. Ich habe die Schnauze gestrichen voll, Oberkante, Unterlippe und will hier nur noch weg. Ich weiß es nicht, ob sie jetzt gehen wird oder nicht, aber ich mache mir da gar nichts mehr. Die soll mir aus dem Weg gehen, weil sonst platzt die Bombe, weil da kriegst du so einen Hals. Nach Marias plötzlichem Ausraster am letzten Abend und einer Nacht im Hotel möchte sie sich doch noch bei ihrer Tauschfamilie entschuldigen. I'm sorry. So sorry. Deswegen gestern war ein bisschen heftig für alle, denke ich mal. Und ich wollte mich für meinen Abgang entschuldigen. Darum geht's nicht. Mir ging es darum, weil du gesagt hast, Alena, sei respektlos. Und das kannst du nicht sagen. Und das weißt du genauso gut wie ich, dass du das nicht sagen kannst. Also ich war richtig böse. Was du gemacht hast, war respektlos. Du bist rausgerannt wie Furie, als würde hier gleich der Krieg ausbrechen. Weißt du, was ich war auf 180. Ja, ich hab, ja aber du... Und deswegen bin ich auch da, um mich zu entschuldigen. Gut, dann wenigstens hast du dich entschuldigt. Hattest so viel Arsch in der Hose. Und ich hoffe, dass es dir auch wirklich leid tut. Also, ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Heimweg. Die Sache ist für mich immer noch nicht komplett aus der Welt, weil gegen Kinder geht man einfach nicht. Tschüss. Ciao. Ich bin sehr froh, dass Lisa meine Entschuldigung angenommen hat. Das ist halt das, was mir am Herzen gelegen hat. Und ich fühle mich definitiv erleichtert, endlich da rausgekommen zu sein. Nicht, weil sie nicht lieb und nett waren, sondern wirklich, weil ich nur noch zu mir, zu meiner Familie nach Hause will. Langsam, langsam. Erstmal geht's zum finalen Meinungsaustausch der Tauschmamas. Sarinka hat schon mal Position bezogen. Hallo. Hi. Und? Ja. Okay. War okay heißt? Alina hat bei mir Probleme gehabt, aber ist okay. Was für Probleme? Dass sie dich vermisst hat, hat sie mich verweigert. Also hat sich kaum an sich rangelassen. Okay, gut, dann fange ich mal an jetzt. Also, das Erste, würde ich mich an deiner Stelle schämen. Jemand in so einen Haushalt kommen zu lassen, geschweige denn so ein Schlafbett anzubieten. Das war Katastrophe, wie es bei dir zu Hause aussieht. Ich kenne sowas nicht. Dann kommen wir mal zum Thema Soraya. Ja. Ich habe im ganzen Haushalt kein Spielzeug gefunden. Hat es irgendwelche Gründe oder? Ich mein, Soraya hat Spielzeug, nicht viel, stimmt, aber auch nur aus dem Grund, weil sie kein Spielzeug will. Alles, was sie hat. Du willst mir jetzt erzählen, ein Kind möchte kein Spielzeug. Wenn du gehen willst, kannst du gehen. Okay. Tschüssi. Tschüss. Es regt mich auf, dass ich zu Wort kommen will und sie unterbricht mich. Ich komme nicht zu Wort. Ich habe keinen Bock auf Diskussion, weil ich kenne mich, wenn ich jetzt wieder reingehe, artet es aus, weil ich kann ja meine Fresse nicht halten. Oh, ich könnte explodieren gerade, ne? Ich bin so geladen. Ich wusste, dass sie damit nicht umgehen kann und ich wusste auch, dass sie sich verpissen wird. Reisen Sie, soll man nicht aufhalten. Soll sich hier die Tür rausrollen und gut ist. Hallo, guck mal, die Mama. Komm her, Jack, hey. Hallo, mein Schatz.
Oh, mein Schatz. Ich hab dich so vermisst.